Der Penner. Der Geschäftspenner. Ja, okay. Da werden wir wieder. Neuer Part zu Ende ist Money. Mit dem Zwergfürst und mit Wende und mit dem Geschäftspenner. Dann wollen wir mal mit ihm reden. Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Verstand verlieren, so wie er. Oder auch nicht. Ein stinknormaler Penner. Stinkig mit einer braunen Papiertüte. Ja, ich dachte, der hat ein paar... Da gehe ich lieber nicht so nah ran. ...wichtige Hinweise, die uns im Spielgeschehen weiterbringen. Hatte er wahrscheinlich auch, aber das haben wir dann wohl ausgelassen. Tja, dann wohl wieder zurück. Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Okay, also wir sehen uns Montag wieder. Ja. Nochmal auf die Toilette. Mir ist gerade nicht danach. So was Widerliches habe ich selten gehört. Ja. Oh ja, hier mein Schminketui. Na, holla. Das kann man bestimmt irgendwo viel gebrauchen. Ach. Nee, die Art Puder nehme ich nicht zu mir. Sicher giftig. Ja. Das ist Elaines Schminketui. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Tja, Es gibt keinen Grund, das zu... Vielleicht kannst du dich damit irgendwann mal selbst schminken. Tja. Mal den... Pater Roy schminken. Bin nur kein Maskenbildner. Hätte ja sein können. Ganz ruhig, Pater. Der Mai Tai ist unterwegs. Ich krieg das hin. Da steht er noch. Guckt her. Wer gehört jetzt dem guten Pater? Den nehme ich ihm nicht weg. Dann eben nicht. Das ist der daiquirisierte Royal Mai Tai Eistee, aber der scheint Pater Roy nicht zu schmecken. Tja, Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Tja, wir kriegen auch jetzt kein... Du willst, dass ich damit rede? Schade. So, nochmal hops in die Kiste. Jo, so muss das. Na dann, wahrscheinlich wieder zurück in die Seitenstraße oder zur U-Bahn. Ja, ich versuch's nochmal in der Seitenstraße. Vielleicht spricht der Penner jetzt mit uns. Oh. Ich hab schon mach's gut gesagt. Hauen wir hier ab? Dann wohl nicht. Der bestimmt sachdienliche Hinweise für uns. Schade. So. Dann wohl jetzt wieder zurück zu Mads Wohnung. Oder was denn? Eigentlich wollten wir die Ursache für die Zeitschleife hier vielleicht ins Käfig herausfinden. Bogenschützen sind effektiv auf langen Distanzen und schwachen Nahkampf. Wofür wir das in diesem Spiel brauchen, weiß ich auch nicht. Tja, da wären wir wieder hier. Ja, aber was sollen wir hier in Mads Haus? Was bringt uns das? Was bringt uns hier weiter? Oh. Hey, wo wollen Sie Nachbarn. Hin? Was geht Sie das an? Die Polizei hat hier schon alles abgesucht. Hier werden Sie nichts finden. Warum glauben Sie, dass ich deswegen hier bin? Ich wollte nur schnell was klauen. Etwas stehlen? Ich dachte, Sie waren sein bester Freund. Naja, ich glaube, das stört ihn nicht, wenn man die Umstände bedenkt. Sie sind abstoßend. Ja, ach was. Das höre ich in letzter Zeit öfter. Aber nur ein klein wenig. Joa. In der Küche. Was Neues. Oh,
Sie haben den Lech weggebracht. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Ja. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Mikrowelle. Einfach mal durchs Blut latschen. Nutzlos. Das Ding ist schon lange hinüber. Tja. Eine alte Mikrowelle. Vielleicht finden wir hier noch ein paar verdeckte Hinweise auf die Tat. Ein Kaffeebecher. Das ist Mets Kaffeetasse. Da ist noch Alk drin. Starker Alk. Ui. Damit es nicht ganz so schwer wehtut. Das klingt vielleicht komisch, aber ich fühle mich gerade nicht nach Besäufnis. Das glaube ich dir. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Hier noch was Fenster. Man kann die Gasse von hier aus sehen. Eine Gasse? Das ist doch damit bestimmt... rede ich doch nicht. Eine Gasse ist doch bestimmt immer ein Geschäftspenner drin. Man soll kein Wasser verschwenden. Moral wird ja so groß geschrieben. Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Tja, jetzt haben wir eine kaputte Schublade. Das lasse ich. Da ist noch Mats drin. Zunge reinstecken ist vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht durch den Kopf und den Arm und so weiter. Der Blendomatic 9000. Es gibt nichts Besseres. Tja, mit dem Ofen habe ich... Ein herrliches Stück Kücheneinrichtung. Ganz ohne Zweifel. Ich wette, morgen wird die Mikrowelle dran sein. Beziehungsweise Matt dran sein in der Mikrowelle. Ja, dann im Kühlschrank und dann, ja, die müssen sich ja... Der Toaster ist auch noch da. Und das Waschbecken, der Wasserhahn haben. Irgendwie müssen sie sich ja noch ein paar Tode ausdenken für die nächsten Tage. Den fasse ich lieber nicht an. Magneto. Muss der Versuchung widerstehen. Muss der Versuchung widerstehen. Widerstehe nicht der Versuchung. Den fasse ich lieber nicht an. Muss der Versuchung widerstehen. Muss tu es. Der. Dann schon lieber mit Leuten reden. Ist bloß gerade niemand ich da. Ich will diese Magnete. Dann nimm sie dir doch. Nichts zu klauen da. Oh doch. Ein Feuerzeug, ein Feuerstreichhölzer. Mit dem Ofen habe ich. Vielleicht. Lieber nicht. Hätte ja sein können, hätte ja klappen können. Dann zurück ins Wohnzimmer. Vielleicht gibt es hier noch was zum Brandstiften. Lieber nicht. Da ist er nüchtern, glaube ich. Ja. Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Okay, können wir hier was von mitnehmen? Ich sollte hier keine Unordnung machen. Sally wird sonst sauer. Ich dachte, wir sind hier, um was zu klauen. Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Tja. Die Straße. Na und? Straße und Gasse, aha. Hier vielleicht ein bisschen zucken. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Ah, wieso das denn nicht? Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Tja. Na dann. Passt gerade zeitlich nicht so. Dann geh halt. Tja, ist zu, glaube ich. Was? Wann? Wie? Wo? Funktionierender Fall. Tja.
Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Wohin nun? Was nun? Tja, also... Es gibt keinen Grund, das zu machen. Nein. Warte. Lieber nicht. Auf keinen Fall. Ich hab nicht mehr viele und die will ich behalten. Tja, die Bude in Brand stecken. Da hinten ist eine Gasse, vielleicht können wir da irgendwie hin. Lieber nicht. Den Hotdog verschenken. Der gehört mir, den hab... Warum isst du ihn denn nicht? Oh, Seitenstraße. Da ist doch bestimmt ein Geschäftsmänner drin zu finden. Wäre seltsam, wenn nicht. Absperrung. Ich spring nicht über eine Absperrung. Nicht? Hier komme ich nicht durch. Mir ist gerade nicht danach. Geschäftsmänner? Wo bist du? Nein. Tja, hätte sein können. Das hilft immer. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Den Hotdog drüber werfen? Eher nicht. Na dann. Doch mal schminken. Eher nicht. Lieber nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Eher nicht. Lieber nicht. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Tja, schade. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, gut, helfen wir also nicht viel. Oh, aber der liebe Moway. Guten Tag. Officer Murray, also. Freund und Helfer. Moin, moin. Hey, Officer Murray, wie geht's? Kann ich Sie? Natürlich tun Sie das. Erinnern Sie sich nicht an den Globus-Vorfall? Der... Ja, wir sind dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Fast wie ein Jäger des verlorenen Schatzes. Hm? Klingelt's? Ich fürchte nicht, Sir. Und später, nachdem ich die Leiche von meinem Freund gesehen habe, haben sie mich nach Hause gefahren. Bitte, Sir, hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin im Dienst. Schon klar. Dein Freund und Helfer. Genau. Eine Menge Leute werden sich reinschleichen wollen. Es ist Koala Convention. Die Leute sind einfach verrückt nach dem kleinen Kerl. Tja, dann, ich gehöre sicher nicht zu denen. Bis dann, Murray. Ich werde sie in dieser neuen Episode meines Lebens vermissen. Ja, sicher. Joa. Ah, das ist die Koala Convention. Scheinbar ist heute die Koala Convention. Wer hat sich bloß diesen Scheiß ausgedacht? Tja. Vielleicht will Murray einen Hotdog. Ich weiß, dass Murray Hotdogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ich schulde ihm nichts. Wie kannst du ihn mir weglocken damit? Such hier mal. Oh hey, hier Hotdog, Funk. Hätte klappen können. Ein bisschen Voodoo spielen. Eher nicht. Klappt irgendwann. Ich habe seit 7 Jahren... Irgendwann klappt's. Ja, wie kommen wir da jetzt rein? Wir müssen da hinein. Aber wie kommen wir hinein? Tja. Straße rauf und runter. Tja. Warum? Nur so. Ich dachte. Auf keinen Fall. Ich habe nicht mehr viele und die... Dann behalt's doch.
Okay, das wollte ich nicht. Die Straße runter. Straße runter, Straße rauf. Den Knick in der 2D-Optik. Die zeige ich ihm besser nicht. Man wäre ein Beweis für die gestrige Nachtsgeschichte. Das klingt falsch. Ich bin doch kein Maskenbildner. Tja. Eine Streichholzschachtel. Fast leer. Die sieht auch relativ voll aus. Auf der Ausbildung. Das ist Elaine. Auf der Abbildung. Ohne Schüssel mit Mais. Auf der Ausbildung. Eine ganze Menge Zass. Ich glaube, der Wende, der wurde nicht ausgebildet. Nichts löscht Feuer besser. Außer Gegenfeuer. Joa. Hammermatic neu. Reste vom gestrigen Sandwich. Wofür wird diesen Zeugs brauchen? Ich weiß es auch nicht. Tja, Koala Convention. Da müssen wir bestimmt irgendwie hin. Aber wie kommen wir da? Ich weiß es nicht. Hier bei Mel, da waren wir heute noch nicht. Vielleicht gibt es da Neues. Der Agiere mit der Umwelt. Manchmal gibt es Gegenstände, die man nicht mitnehmen kann. Man kann auf und drauf drücken, sich Helme abschalten und so weiter. Tja, ein paar hilfreiche Tipps. Ach, die beiden wieder. Morgen. Was gibt's Neues? Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, Master. Sicher. Den Ring kriegen wir also auch nicht zurück. Bitte, ich brauche diesen Ring, dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit zwei Zwerge in einem Kostüm war. Okay. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring, ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Der Zwergenmann ist hier und er kann sich nicht daran erinnern, dass er den Ring gekauft haben könnte. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay, such dir ein Tier aus und ich überlege mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotische Tier. Na, schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen, Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten, sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, lass mir was einfallen. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Das ich muss an die du Kasse ran, hier redest. Das geht nicht, solange Mel zusieht. An der Kasse muss doch... Du willst, dass ich damit rede? Nee, du sollst lesen. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man sie aussehen. Damit in den Griff kriegen. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Warte.
Eine Menge zugegebenermaßen prächtiger sagst. Wie ein Baby. Tja. Der Typ hat eine negative Ausstrahlung. Lass ihn besser in Ruhe. Tja, also. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend also, aus. Passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? An. Tja, vielleicht. Auf keinen Fall. Ich hab nicht mehr viel. Ja. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere. Das könnte. Hey, bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Oh, ich wollte gerade sagen. Also, wie den Namen hast du im Hof? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Nicht. Das war schon ein richtiger Weg. Lieber nicht. Vielleicht hier bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Lieber nicht. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ja. Auf keinen Fall. Vielleicht. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Gib doch nicht mein Geld weg. Baby-Popo. Ja, und, Ich bin nur kein Maskenbildner. Noch nicht. Ich bin nur kein Maskenbildner. Was immer. Ja gut. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Auf die Straße zurück. Können wir heute in die Bank reingehen? Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Ach, sowas. Eine Kanalisation kriegen? Nein. Nicht. Emma's Express. Das Schaufenster ist immer noch kaputt. Eher nicht. Man kann von hier ins Büro schauen. Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Hey, also, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Gestern war Sonntag. Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Schon wieder? Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann? Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Ach, dieser jetzt Esel erst. Hat den Weg ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem See will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und... Mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los, dann erklär mal. Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja, preise den Herrn. Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja... Tut mir leid. Zu spät. Also kommen wir nicht zu Du Mensch. Bist gefeuert. Aber ich... Raus hier. Der Phil hat seinen Glauben an die Menschheit verloren. Jetzt erst. Der hat wohl nie in die YouTube-Trends geguckt. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Spiele-Logos ist gänzlich unbeabsichtigt. Ja. Bestimmt. Die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot eingekleidet. Ja. Ein Ball? Wilson! Wilson!
Wilson! Es tut mir leid, Wilson. Tja. Wilson! Poster, Wasserspender. Kein Durst. Nicht. Kein Durst. Wirklich nicht. Päckchen. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Nicht. Das ist nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Vielleicht ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Vielleicht kriegen wir es irgendwann an irgendeinem Tag. Nö, danke. Mit Gegenständen. Ich nehme die Poster und noch mehr Poster. Tja. Also. Ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Aber wie? Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Hätte sein können. Jetzt aber. Nein. Okay, dann halt nicht. Und nun, ja gut, ich weiß auch nicht, versuch mit jedem zu reden, ich weiß nicht, ob du genug oder die Schlüsse zum nächsten Rätsel, damit das mal Hinweis ist. Jetzt sollten wir ja nochmal zu dem lieben Polizisten gehen. Nachbartür. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Das glaube ich dir nicht. Zurück in der Bude. Da gehe ich nicht näher ran. Könnt mich ja irgendwas angreifen. Nicht genug Platz für den ganzen... Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Tja, vielleicht können wir damit jetzt was anfangen. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Meinst du? Feuertreppe. Da waren wir heute noch nicht. Ja. Switch. Mrs. Grosser. Mrs. Grosser scheint ja total fasziniert von meinem Abenteuer. Die blinzelt nicht mal. Tag, Mrs. Grosser. Genießen Sie die Aussicht? Super. Ah, ist doch okay. Bestimmt mit Patrouille schönen Tag noch. Verwandt. Ihrem... Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Dem Dialog nach ist sie ziemlich verwandt mit Pardoy. Bin nur kein Maskenbildner. Tja, auf keinen Fall. Ich hab nicht mehr viel. Ja. Lieber nicht. Hier, wir sind neue Schüsse. Könnte ich, aber nein. Tja, Mein nützlichster Gegner. Ja, gibt's nichts mehr zu sanieren, wenn wir den nicht mehr benutzen. Ich dachte, es könnte ja irgendwie was passieren, wo wir denselben Gegenstand am gleichen Ort nochmal verwenden. Dann halt wieder rein und wieder raus. Tja, es hilft nix. Wir müssen mal zurück zur Straße. Die Videothek hat immer noch geschlossen. Tja, also. Ja, und Betty.
Ich habe keine Lust, mit dir zu reden. Nicht. Hätte ja was draus werden können. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Na dann. Vielleicht wieder zu Mats Wohnung. Vielleicht können wir mit dem Noi reden und irgendwas erreichen. Wenn du jemals festhängst oder eingesperrt wirst, denk daran, es gibt immer einen Ausweg, der Schlüssel zur Flucht ist. Weiter konnte ich nicht lesen, so schnell war das schon weg. Hier vielleicht zur Convention. Vielleicht geht's jetzt hier irgendwie weiter. No way. Vielleicht kann der mir jetzt helfen. Mit Mary reden bringt mich nicht weiter. Die Koala Convention könnte mich auch nicht weniger interessieren. Tja. Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Officer Mary, dein Freund und Helfer. Seitenstraße. Da gibt's wirklich nichts zu sehen in der Seitenstraße. Ach komm. Können wir nicht nochmal hineingehen? Scheint nicht zu. Jetzt könnten wir da reingehen. Zurück in Mats Wohnung. Tja, die Bilder mitnehmen. Ich fasse. Hier gab's auch nicht viel. Tja, also. Eine Idee, was wir hier machen könnten. Hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Hierhin droht ihn überall. Achso, ich will den Spiel nicht. Ja, gut. Kopfkratz. Dort von es begann. Ich hab schon mal gut gesagt. Hauen wir hier ab. Ich will nicht meinen Verstand verlieren, so wie er. Kann das sein, dass wir hier was verpasst haben, indem wir nicht mit dem Penner geredet haben? Ja, bestimmt haben wir was verpasst, aber was? Tja.